Hey, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Sommer, es ist endlich wirklich schön draußen, also nehmt eure Mundharmonika auch mit nach draußen. In diesem Video heute möchte ich nochmal mit euch gemeinsam das Bending üben und ja, ich würde vielleicht sogar sagen, das Bending wirklich trainieren. Das heißt, wir wollen bestimmte Übungen machen, dass ihr bessere Kontrolle habt. Bestimmte Übungen machen, dass ihr wirklich den gesamten Umfang benden könnt, dass ihr schneller werdet dabei und das Bending letztendlich im vollen Umfang auch in das normale Tonmaterial auch mit übernehmen könnt. Das alles wie immer nach dem kurzen Intro. Okay, lasst uns gleich durchstarten. Also, ich habe hier eine C-Mundharmonika, also damit geht es los. Und ich habe schon einmal ein Video gemacht über das Bending grundsätzlich. Das heißt, für alle von euch da draußen, die jetzt wirklich erst einsteigen mit dem Bending, die das vielleicht manchmal schaffen, manchmal noch nicht so genau oder noch nicht so richtig wissen, ist das jetzt ein Bending-Ton, schaut euch auf jeden Fall nochmal dieses Video vor diesem Video an. Denn da gehe ich auf diese ganzen Details ein. Wie muss ich den Mundraum verändern? Wie kann ich dann auch quasi ja, mit einem Stimmgerät beispielsweise herausfinden, ist das ein Bending-Ton oder ist es eben noch keiner? Wenn ihr diesen Schritt überwunden habt, dann ist das Video hier für euch der nächste Schritt, sagen wir mal. Denn hier wollen wir jetzt wirklich ein bisschen trainieren und üben, dass ihr da wirklich auch einen Fortschritt macht und euch wohler fühlt beim Benden. Also das einfachste Loch beim Benden ist Loch 4 und um das geht es jetzt auch. Also wir haben eine C-Mundharmonika und fangen einfach einmal ganz easy an auf Loch 4 einen Normalton zu spielen und einen Bending-Ton danach. Und das spielen wir immer im Wechsel. Wichtig dabei ist, dass ihr wirklich versucht präzise zu benden. Man kann über diesen Halbton noch ein bisschen hinweg benden. Auch das habe ich euch schon im anderen Video gezeigt. Euer Stimmgerät kann euch da ein bisschen helfen. Und also nicht wirklich nur so ein kleines bisschen anbenden, sondern versucht da wirklich mal das Maximum rauszuholen. Nicht so. Das ist noch nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen wirklich diesen Ton hier. Okay, ich hoffe, ihr könnt es auch hören. Und das Ganze hier soll ja, wie gesagt, auch ein bisschen Training sein. Deswegen spielen wir das Ganze jetzt auch mal ruhig mit der App hier, mit dem Metronom. Viele von euch fragen mich immer, was benutze ich für eine App? Dem will ich jetzt gleich mal so ein bisschen zuvorkommen. Das hier ist Pro Metronom und ich kriege da nichts für. Es gibt bestimmt auch 1000 andere Metronome, die das Gleiche können. Oder das vielleicht sogar noch besser können. Ich glaube, dieses hier war für umsonst. Das ist eine App, ganz normal. Stellt man hier den Viervierteltakt ein und dann kann man hier mit diesen Balken unterschiedliche Sounds machen. Und für mich ist es einfach ein bisschen Motivation, dass das Üben nicht ganz so trocken ist, sondern schon mal so ein bisschen hier der Taschenschlagzeuger mit euch gemeinsam übt. Das hier ist jetzt Viertel, so ein Rockbeat quasi, auf 140 vom Tempo. Und das lege ich mir jetzt mal hier daneben. Und ihr könnt dann ja einfach mit einsteigen. Wir sind noch auf Loch 4. Bending, nicht Bending, Bending, kein Bending. Okay. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, und völlig zu Recht, boah, das sind ja alles C-Töne. Wie kann ich das denn jetzt konstanter oder kontinuierlicher üben? Wir müssen ja irgendwann unsere Luft auch wieder loswerden. Und deswegen machen wir das jetzt folgendermaßen. Okay. Das Ganze ist nichts weiter als ich spiele den ganz normalen Loch 4 C-Ton, dann bende ich ihn und dann mache ich den Mund auf und breit und spiele so einen ganz entspannten Pustenakkord. Und das geht dann.
Und so kann man das jetzt kontinuierlich, das Bending, üben. Man übt auch gleichzeitig natürlich das Einzeltonspielen dabei. Ja, das ist so ein bisschen der Nebeneffekt, der positive dabei. Denn auch hier wieder dieser Wechsel zwischen breitem Mund, Akkordspielen, schmaler Mund und Bending. Auch das ist eine super Übung an der Stelle. Das könnt ihr für euch auch mal weitermachen und dann lässt sich das Ganze eben auch wunderbar hin und her schieben auf der Mundharmonika. Wie gesagt, Loch 4 ist wahrscheinlich der beste Anfangspunkt dort. Ist wahrscheinlich das Loch, was sich am leichtesten für die meisten Einsteiger benden lässt. Aber musikalisch ist natürlich Loch 2, das wissen wir ja schon, ist unsere Homebase im Blues. Ja? Das ist unsere Root Note. Genau, und deswegen machen wir das Gleiche jetzt einfach auch auf Loch 2. Die gleiche Übung, normal, C-Ton, Bending so tief wie ihr könnt und dann pusten, um die Luft wieder loszuwerden. Natürlich ist das jetzt hier ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen schwieriger, weil, und auch das habe ich ja im vorigen Video schon erklärt, man kann tiefer benden, also der Tonunterschied, der auf Loch 2 da zur Verfügung steht, ist größer als auf Loch 4. Und trotzdem wollen wir hier volle Kanne, also den Ganzton bzw. anderthalbton, ne, Ganztonband erreichen. Ganztonband, also zwei Halbtöne. Ist da möglich. Den Ganztonband wollen wir machen. Also das Ganze hört sich dann, muss ich nochmal kurz wieder entsperren. Ziehen, benden, pusten. Ziehen, benden, pusten. Das ist halt eine super Übung. Auch hier nochmal vielleicht, wenn ihr noch nicht ganz das Bending hundertprozentig kontrollieren könnt. Das ist nicht schlimm, ja, es ist nur wichtig, dass ihr es vielleicht schon mal hören könnt, dass es noch nicht das finale Ziel ist, denn dann weiß euer Körper auch, ah, da muss ich noch ein bisschen mehr, intensiver den Mundraum verändern, damit das Bending dann wirklich richtig stimmt. Deswegen hier nochmal ein Beispiel, wie es nicht wirklich dieser Ganztonband an der Stelle ist. Das ist eben noch kein wirklicher Ganztonband. Hier nochmal beides gegenübergestellt. Also erst ein Halbtonband und dann nochmal den Ganztonband. Ja, ich denke, das hört man. Da ist wirklich nochmal mehr drin. Wie gesagt, wichtig ist nur, dass ihr das schon wisst und dass ihr auch anfangt, das ja lernt zu hören, damit ihr immer auch wisst, ja, da ist noch mehr drin, da kann ich noch ein bisschen mehr Energie reinstecken. So, und jetzt als nächsten Schritt kann man entweder das Tempo hier erhöhen, da ist ja so ein Rädchen dran hier, so ein Speed-Ding. Jetzt habe ich das mal auf 170 gedreht und wir fangen wieder auf Loch 4 an. Und auf Loch 2 das Gleiche. Also da könnt ihr euch wirklich sehr gut dran auslassen. Das ist eine super Übung. Da könnt ihr auch das Tempo so hochdrehen, wie ihr wollt. Je mehr geht das dann quasi in Muscle Memory über, ja, eure Muskeln hier im Inneren, die wissen dann irgendwann genau, was sie zu tun haben und können das dann auch immer schneller. Okay, dann habe ich noch eine weitere Übung und zwar im Blues spielen wir ja häufig triolisch, also wir zählen nicht mehr Viertel,
sondern eben triolisch, also eigentlich nur 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dafür würde ich das jetzt hier auch einmal umstellen. Mal gucken, ob ich das hier so schnell hinkriege. Ach so, ja, so habe ich das gemacht. Genau, jetzt musste ich gerade noch mal schnell hier gucken, wie das ging. Und zwar habe ich das jetzt auf 6 Achtel gestellt. Das heißt, es sind jetzt 6 Schläge hier im Durchlauf. Oh, das mit der Sonne ist hier ein bisschen schwierig. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Also nochmal, ihr stellt das Ganze jetzt auf 6 Achtel, dann sieht das Ganze so aus hier. Dann habt ihr dort 6 Balken und dann stellt ihr das so ein, dass der erste Balken die Bass ist und der vierte Balken die Snare ist. Der Rest ist dieses Hi-Hat quasi. Dann habt ihr hier auch so einen schönen 6 Achtel Shuffle Beat. Und dann könnt ihr immer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 zählen. Okay, und wir wollen jetzt auch unser Bending mal auf 3 Töne erweitern, denn 3 Töne passt natürlich dann auch super zu so einem grundsätzlichen Blues-Rhythmus, zu so einem Blues-Shuffle. Und dementsprechend nehmen wir jetzt um Loch 4 herum Loch 4 Bending als erstes, dann Loch 4 normal und dann rüber auf Loch 5. Das heißt, das hört sich am Anfang so an. Okay, also Loch 4 Bending, Loch 4 normal, Loch 5. So, und dann stellen wir uns hier das Tempo erstmal wieder ein bisschen runter. Wieder vielleicht so auf 140. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ist immer noch ziemlich schnell tatsächlich. Das wäre jetzt schon 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vielleicht machen wir es lieber noch ein bisschen langsamer am Anfang. Machen wir es mal auf 120. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Und natürlich ist hier auch wieder das Gleiche, wo lasse ich die Luft, das sind alles Ziehtöne. Also spielen wir es jetzt erstmal so. So könnt ihr euch da selber quasi auch dran langhangeln. Ich habe am Anfang zweimal das Ganze durchgespielt und dann eine längere Pause gemacht. Danach habe ich es dreimal durchgespielt und eine etwas kürzere Pause gemacht. Da könnt ihr euch und ausgeatmet, das könnt ihr euch natürlich raussuchen, wie ihr wollt. Das gleiche machen wir natürlich dann auch auf Loch 2. Also ihr seht schon, eurer Fantasie sind dann da irgendwann auch keine Grenzen mehr gesetzt. Und das Ganze kann man natürlich auch weiter auf die
Wow, also auch der Kamera wird schon langsam zu heiß und ich kann mir vorstellen, euch ist auch schon wieder zu heiß, ihr wollt vielleicht lieber ins Freibad oder in den Pool oder was auch immer. Trotzdem hier noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr solche Übungen macht und solche Übungen trainiert und auch immer schneller werdet, das quasi in Fleisch und Blut übergeht, dann könnt ihr das natürlich auch in eure eigenen Riffs und Licks übernehmen, denn genau das ist das Ziel. Zum Beispiel könnt ihr damit eure Blues-Skala verfeinern, ja, indem ihr nicht auf Loch 2 anfangt, sondern eben auf diesem Bending-Ton runterlasst und dann auf Loch 3, dann auf Loch 4 pusten und dann macht ihr das gleiche, Loch 4 gebendet, loslassen auf Loch 5 und dann auch Loch 6 pusten. Und dann könnt ihr quasi solche kleinen Riffs und Licks wie dieses hier erstellen. Dann habt ihr schon wieder so ein bisschen mehr, was ihr einfach mal so anwenden könnt. Natürlich auch im Intro, das Riff ist auch cool. Da springt man ein bisschen. Springen ist vielleicht auf der Mundharmonika nochmal ein extra Video wert, aber damit ihr schon mal wisst, was ich überhaupt meine. Von Loch 6 anfangen auf Loch 4 normal, danach Loch 6, Loch 4 gebendet, danach Loch 6, Loch 4 pusten. Das ist wirklich auch eine schöne Übung, wo man so ein bisschen die Bewegung auf der Mundharmonika springen über das Loch 5 quasi übt. Ja, manchmal fange ich da auch gleich auf dem Gebändeten an, wenn man zu viele Dinge gleichzeitig im Kopf hat. Also 6 pusten. 4 ziehen, 6 pusten, 4 ziehen, gebendet, 6 pusten, 4 pusten und dann das Ganze wieder von vorne. Ja, das ist so ein schöner Einleitungsriff, wenn man auch mal zum Ende von einem Song kommt, ja. Ja, und mit diesem Ende, Abschlussriff hier, will ich auch dieses Video beenden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bänden üben und natürlich bleibt dran an der Mundharmonika. Wir sehen uns schon bald wieder. Ciao, tschüss und bis bald.